Assalamu alaikum. Nach all diesen Fragen und Antworten zum Ramadan möchten wir heute beantworten, ob es traditionelle oder kulturelle Sachen, die mit dem Monat Ramadan verbunden sind. Zum Beispiel, man sieht oft Bilder von einer Kanone oder sogar eine echte Kanone. Aber warum denn? Gibt es eine Geschichte dazu? Oder warum gibt es Laternen zum Ramadan? Oder welche Aufgabe hat der Ramadan-Traumler? Dies werden wir in den folgenden drei Videos sehen. Ramadan Karim!